Und zweitens, möchte ich Sie bitten, Arno nicht zu erzählen, dass Brandenbau inzwischen mir gehört. Machen Sie sich mal keine Sorgen. Du weißt genau, dass ich deine Freundin bin. Tolle Freundschaft. Entschuldigung, dass ich eine eigene Meinung habe. Und die musstest du Daniel stecken, damit er diesen Schwachsinn glaubt. Als ob ich Daniel was einreden könnte. Was hat sie dir eigentlich versprochen? Darfst du Taufpatin werden? Ruf an, wenn du wieder normal bist. Geschäftsfrau des Jahres. Das ist mir gar nicht so wichtig. Mir aber. Du bist mir wichtig. Du und ich. Und dass das immer so zwischen uns bleibt, wie jetzt. Wenn du Brandenbau kaufen willst, dann musst du schon mit dem neuen Besitzer sprechen. Und wer sollte das sein? Dein Cousin? Philipp. Hat es dir die Sprache verschlagen? Allerdings. Kein Wunder, wenn einem die Verwandtschaft das Lebenswerk vor der Nase wegschnappt. Dein plumper Versuch, einen Keil zwischen Philipp und mich zu treiben, macht mich so sprachlos. Netter Gedanke. Aber was hätte ich denn davon? Du willst mich loswerden. Wichtige Leute werde ich los. Dich ignoriere ich. Du hast dich nie mit meiner Position bei Brandenbau abfinden können. Damit darf sich jetzt dein lieber Cousin befassen. Wahrscheinlich hat er schon eine Lösung parat, wie er ohne dich zurechtkommt. Schließlich denkt er schon lange genug darüber nach. Warum sagst du nicht einfach, dass du nicht verkaufen willst, anstatt diese Schmierenkomödie aufzuführen? Ich kann dir gerne den Kaufvertrag zeigen, falls du den Anblick von Philipps Unterschrift verkraftest. Zahlen. Du bist eingeladen. Wann fällt denn die Entscheidung? Demnächst. Obwohl sie schon gefallen ist. Bevor du mich zur Siegerin erklärst, warte erst mal ab, was Clarissa anzubieten hat. Egal was. Wenn du mit dieser Idee nicht das Rennen machst, dann weiß ich auch nicht. Es geht doch nicht ums Gewinnen allein. Hauptsache ist doch, dass es für einen guten Zweck ist. Am liebsten würde ich auch so eine Patenschaft für ein Millennium-Baby übernehmen. Aber? Ich habe keinen Sponsor mit dem nötigen Kleingeld. Ja, geht mir ganz genauso. Deshalb gehe ich jetzt ins No-Limits-Brötchen verdienen. Tschüss. 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 Geschäftsfrau des Jahres und jetzt auch noch glücklichste Frau des Jahres. Wie machst du das nur? Keine Ahnung. Bei diesem Wettbewerb hast du jedenfalls schon jetzt gewonnen. Stimmt. Jedenfalls kann ich Nina wieder ganz unbefangen gegenübertreten. Dann bleibt es also dein Geheimnis, dass du noch mal mit Arno... Es macht doch überhaupt keinen Sinn, dass Nina erfährt, dass ich mit Arno geschlafen habe. Das wird sie nur verletzen. Natürlich dürfen Sie sich setzen. Ja, sorry, aber ich habe keine Zeit für solche Formalien. War Arno bei Ihnen? Woher wissen Sie überhaupt, dass ich hier bin? Vom Dienstmädchen. Also war er jetzt hier oder nicht? Sie haben ihn knapp verpasst. Und? Was haben Sie ihm gesagt? Die Wahrheit natürlich. Sie haben ihm erzählt, dass die Firma Milka hat. Früher oder später würde er es sowieso erfahren. Wer hat ein Stillschweigen vereinbart? Sie hatten es sich gewünscht. Weil Arno total wichtig für die Firma ist. Ohne ihn fasse ich vermutlich nie in der Baubranche Fuß. Das hätten Sie sich vorher überlegen müssen, als Sie die Firma so günstig erworben haben. Ich habe Ihnen Kaufmanns Geheimnis gelegt. Sie? Sie haben das Schließfach geöffnet. Und die Papiere gesichtet. Und dann musste ich Ihnen hinterherlaufen, bis Sie mir den Schlüssel gegeben haben. Trotzdem habe ich unsere Vereinbarung erfüllt. Ober, zahlen bitte. Was assoziieren Sie mit dem Begriff Freundschaft? Du weißt, was assoziieren bedeutet? Daniel, ich kann zwar nicht Auto fahren und auch nicht schwimmen, aber blöd bin ich immer noch nicht. Aber süß, wenn du dich aufregst. Ach komm, mach weiter. Also, was assoziieren Sie mit dem Begriff Freundschaft? A, dass man keine Geheimnisse hat, B, dass man viel zusammen unternimmt oder C, dass man viele Gemeinsamkeiten hat.
C. Nee, A. Was würden Sie heute Abend am liebsten tun? A. Gesellschaftsspiele, B. Fernsehen oder C. erotische Spiele? D. Meinen Freund kitzeln. Genau. Damit steht ja auch die Antwort auf die nächste Frage fest. Nee, lies vor. Sind Sie nachtragend? Ja. Nein. Was gibt's da zu grinsen? Naja, ich kreuz mal lieber gelegentlich an. Nein, du kreuzt Nein an. Sicher? Ich hab mich doch schon längst wieder mit dir vertragen, also nein. Und mit Milli? Also doch gelegentlich. Milli ist selbst schuld. Warum? Nur weil sie sich mit Natascha unterhält? Sie glaubt ihrem Herz ihre besten Freundin. Ex-beste Freundin. Meinst du, mir macht es Spaß, dass ich nicht mehr mit ihr rede? Ja. Du hast den Kontakt abgebrochen. Du musst ihn auch ich wieder... Ich muss überhaupt nichts. Mein kleiner Cousin! Nichts weiter als ein verlogener, dummer... Arno, das glaubst du doch selbst nicht. Schleicht sich hier ein, um sich meine Firma unter den Nagel zu reißen. Passt es. An deiner Stelle würde ich mir mal Gedanken über Clarissa machen. Ja, das tue ich laufend. Aber in diesem Fall, warum zum Teufel sollte sie lügen? Weil sie das immer tut. Ach, sie wollte mir sogar den Vertrag zeigen. Nein, 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 der Junge hat unterschrieben. Glaub es mir. Unterschriften kann man fälschen. Ach. Wenn Clarissa Philipp gegen mich ausspielen wollte, dann würde sie doch wohl raffinierter vorgehen, oder? Ja, das stimmt. Hallo. Ich glaube, ich muss dir was erklären. Es ist also wahr. Weißt du, dass ich dir blind vertraut habe? Arno, bitte, warte. Hallo. Was machst du gerade? Nichts Besonderes. Warum? Darf ich reinkommen? Natürlich. Hey, du humpelst ja. Ja, ich habe mir beim Klettern das Knie angeschlagen. Nichts Schlimmes. Ist mir bei Katis Verlobungsfeier überhaupt nicht aufgefallen. Da haben wir auch nicht besonders viel miteinander geredet. Mhm. Willst du was trinken? Nein, ich muss gleich wieder los. Du, Milli, bist du eigentlich noch sauer auf mich? Weswegen? Naja, was ich dir in den Kopf geworfen habe, das war nicht so gemeint. Schon okay. Ich konnte einfach nicht verstehen, warum du jetzt in Natascha hältst. Sie hat zwar viel Mist gebaut, das heißt aber noch lange nicht, dass sie nie die Wahrheit sagt. Und das sehe ich auch immer noch so. Ach, was soll's. Warum streiten wir uns wegen der überhaupt? Entschuldigung angenommen? Nur wenn wir morgen was zusammen machen. Okay. Und dein Knie? Wenn's weh tut, trägst du mich einfach. Gut. Und das soll ich dir glauben? Steffi, was soll denn die Frage? Ich finde, diese Frage liegt sehr nah. Aber es ist die Wahrheit. Ja, vielleicht deine Version davon. Aber wie soll ich denn sonst an die Firma gekommen sein? Vielleicht indem du Clarissa einen kleinen Gefallen getan hast? Wovon redest du überhaupt? Von Clarissas Angebot. Du vergisst, was du über ihren Mann weißt und kriegst dafür Brandnerbau. Ich habe Clarissa doch nicht gepreist. Das behauptet doch niemand. Clarissa ist schließlich bekannt für ihre uneigennützige Großzügigkeit. Der Kauf ging ganz normal über die Bühne. Ach, dann hast du mal eben dein Sparschwein geschlachtet. Ich habe einen Kredit aufgenommen. Genau genommen gehört die Firma der Bank. Und wenn es schief geht, alles andere auch. Du Ärmster. Natürlich sieht es jetzt so aus, als hätte ich Arno hintergangen. Du hast aber auch immer ein Pech. Ich bin ein verdammt hohes Risiko eingegangen, um Arno einen Gefallen zu tun. Komm bloß nicht auf die Idee, mir mal einen Gefallen zu tun. Brandenbau gehört jetzt wieder der Familie. Arno muss sich mit Clarissa nie wieder auseinandersetzen.
Clarissa hätte Anano nie verkauft. Oder zu einem weit überhöhten Preis. Trotzdem, du hättest ihn wenigstens fragen können. Dazu blieb keine Zeit. Anano benimmt sich manchmal wie ein Elefant im Porzellanladen. Ich wollte verhindern, dass das Geschäft platzt und er sich selbst schadet. Und deshalb hast du nichts gesagt? Anano und ich sind Partner. Oder traust du mir wirklich zu, dass ich ihn betrügen könnte? Weiß nicht. Es ist alles nur ein Missverständnis. Ich habe meinen guten Draht zu Clarissa ausgenutzt und sogar einen super Preis herausgeschlagen. Arno, das zu erklären wird schwierig. Ich muss es versuchen. Ja, dann lass dir mal was einfallen. Aber was Gutes. Nach diesen schrecklichen Vorfällen damals hat natürlich keiner mehr mit mir gerechnet. Von allen allein gelassen. Wie konnte man sie nur so verkennen? Den Rest kennen Sie ja. Sie haben es allen Zweiflern gezeigt. Endlich werden meine Leistungen entsprechend gewürdigt. Geschäftsfrau des Jahres. Wie weit sind Sie denn mit den Vorbereitungen? Das Kapitel liegt fertig auf meinem Schreibtisch. Ja, und morgen bekommen Sie die passenden Fotos dazu. Ich werde natürlich bei der Preisverleihung nicht fehlen. Ja, dann bis morgen. Gräfin, ich danke Ihnen für diese Einladung. Es ist mir ein Vergnügen. Guten Tag, Frau Luxemburg. Guten Tag, Frau Luxemburg. Hallo. Darf ich? Wirklich eine sehr innovative Idee, eine Geschäftsfrau des Jahres zu küren. Freut mich zu hören. Das französische Frühstück, bitte. Dieser Wettbewerb war endlich mal wieder eine Herausforderung. Gewiss. Aber... Obwohl, eine etwas stärkere Konkurrenz hätte nicht geschadet. Wissen Sie... Stimmt irgendwas nicht? Die Wahl ist nicht auf Sie gefallen. Sie scherzen. Frau Sander hat die Jury mit ihrem Millennium-Konzept einfach überzeugt. Ich muss gleich los. Sind wir vielleicht ein bisschen nervös? Ach, nur noch dieser eine Sponsor. Dann habe ich alle Patenschaften für die Millennium-Babys komplett. Ach, den überzeugst du schon. Ja, hoffentlich. Stell dir doch einfach Clarissas Gesicht vor, wenn du auf dem Siegerpodest stehst. Und wenn nicht, was ist schon so ein Wettbewerb? Ja, ja, ich weiß. Mhm. Die Hauptsache sind die Millennium-Kinder. Trotzdem, Clarissa auf den zweiten Platz zu verweisen, das hätte schon was. Clarissa würde aber erst gar nicht antreten, wenn sie nicht ein überzeugendes Konzept anzubieten hätte. Tja, und das hat sie vermutlich höchstpersönlich in Auftrag gegeben. Oder glaubst du, die hat sich die Nacht um die Ohren geschlagen wie wir? Ja, kaum. Aber sie hat andere Mittel, um Niederlagen zu verhindern. Wie meinst du das? Ja, wenn jemandem ein schmutziger Trick einfällt, dann hier. Du glaubst, sie hat die Jury bestochen? Oder sonst wen? Also möglich wäre das ja schon. Obwohl, Frau Luxemburg macht auf mich nicht den Eindruck, als wäre sie käuflich. Außerdem glaubt Clarissa sowieso, dass niemand genialer wäre als sie. Der kommt gar nicht in den Sinn, dass du gewinnen könntest. Unterschätzt Clarissa nicht. Nur wenn du sie nicht überschätzt. Tom steht auf Männer? Das war wohl ein bisschen viel für Uli. Ja. Hey, was ist daran so komisch? Ich stelle mir gerade Ulis Gesicht vor. Eng umschlungen mit Tom im Schlafsack. Oh. Hey, tut dir dein Knie weh? Ja, ist halb so weh. Zeig doch mal das Auto. Hier. Fast so wie Daniels, nur kleiner. Aber Geld dafür verlangen, als könnte man damit fahren. Naja, so teuer war es ja nicht. Außerdem konnte ich ihn runterhandeln. Das liebe ich am Flohmarkt. Mich auch. Oh Mann, mein Knie. Alles okay? Das ist wahrscheinlich ein bisschen überbelastet. Komm, ich stütze dich. Es wird wohl nichts aus unserer Shoppingtour. Meinst du, es klappt nicht mehr? Wenn ich die ganze Zeit rumpel, macht es ja auch keinen Spaß. Stimmt. Trotzdem war es ein schöner Tag. Kann ich auch. Sie müssen mich falsch verstanden haben. Ich bin mit Ihrem Konzept alles andere als zufrieden. Und deshalb sind Sie und Ihre sogenannte Kreativabteilung entlassen, und zwar fristlos. Ja. Herr Brandner ist da. Ich bin nicht da. Rein mit ihm.
Entschuldigen Sie die Störung, aber ich muss Sie dringend sprechen. Sie haben eine Minute. Es ist genau das eingetreten, was ich befürchtet habe. Arno ist verärgert. Arno ist stinksauer. Und das habe ich Ihnen zu verdanken. Ich habe Sie nicht gezwungen, Brandnerbau zu erwerben. Ja, ohne Arno ist die Firma nichts wert. Er kennt Leute. Wenn er weggeht, bleiben die Aufträge aus. Dann sorgen Sie dafür, dass er Ihnen und der Firma erhalten bleibt. Das geht nur, wenn ich sein Vertrauen zurückgewinne. Und dazu brauche ich Ihre Hilfe. Was haben Sie vor? Arno muss glauben, dass Sie ihm die Firma nie verkauft hätten. Oder wenn, dann nur für sehr viel Geld. Interessant. Sie verkaufen sich eben als Wohltäter. Ganz genau. Gute Idee. Aber auf meine Hilfe werden Sie verzichten müssen. Es macht dir wirklich nichts aus. Nein, jetzt geh schon. Du bist echt eine Freude. Grüß Daniel. Mach ich. Ciao. Hi. Hi. Willst du was trinken? Eine Cola, bitte. Hat Kathi sich schon bei Heino gemeldet? Ja, sie ist gut in Singapur angekommen. Wie geht's denn ihrer Mutter? Keine Ahnung. Sie hat ihn vom Flughafen aus angerufen. Hi. Hallo. Auch eine Cola. Darfst du sowas in deinem Zustand überhaupt trinken? Ja. Nicht, dass dein Nachwuchs ein Koffein-Junkie wird. Krieg ich jetzt meine Cola? Ja, klar. Oh, ich muss mal kurz in den Keller. Idiot. Alle tun so, als ob ich eine Krankheit hätte. Außer dir. Das ist okay. Warum können die anderen nicht auch einfach akzeptieren, dass es passiert ist? Weil es nicht einfach ist. Daniel, er hat bestimmt Angst, Vater zu werden. Und Gabriella hat Angst, ihren Freund zu verlieren. Aber ich will doch gar nichts von Daniel. Er soll sich nur um sein Kind kümmern. Trotzdem würdet ihr viel Zeit miteinander verbringen. Gabriella hatte sogar ein Problem damit, dass wir uns unterhalten. Ich wollte nicht, dass du da reingezogen bist. Nein, wir haben das inzwischen geklärt. Es gibt also keinen Grund, wegzulaufen. Und ich war fast schon so weit, meine Freundschaft mit Millie zu begraben. Na, sei froh, dass du es nicht getan hast. Naja, jedenfalls ist Natascha jetzt kein Thema mehr für Millie. Gefälle. Daniel, kannst du nicht mal ernst bleiben? Bin ich doch. Und dafür lasse ich Millie unten in der Kneipe. Quietsch, Brems. Ach, sind sie manchmal kindisch? A, ja, total. Und B, ich bin gar nicht mehr zu retten. Ich bin nicht mehr zu retten, weil ich verrückt nach dir bin. Daniel, ich habe gleich noch ein Seminar. Wirklich? Ja, ich brauche den Schein dieses Semester. Und ich brauche dich. Sie sind ja immer noch da. Wie lange ich noch bleibe, hängt ganz von Ihnen ab. Seien Sie nicht albern. Wenn ich mir eine Bemerkung erlauben darf. Nein, aber das hindert Sie vermutlich nicht daran. Sie machen den Eindruck, als wenn Sie noch etwas anderes ärgert. Wenn Sie damit meinen, dass sich meine Welt nicht nur um Sie dreht, dann können Sie damit sogar recht haben. Vielleicht könnte ich Ihnen helfen. Sie? Dazu möchte ich jedoch wissen, worum es geht. Sagt Ihnen das Stichwort Geschäftsfrau des Jahres etwas? Nein, aber ich bin leider nur ein Mann. Eigentlich ist es lächerlich, an so einem Wettbewerb teilzunehmen. Aber Sie nehmen trotzdem doch dran teil. Ja, aber ich hätte mich besser um Wichtigeres gekümmert. Ja. Sie haben also nicht gewonnen. Ich mache mir nun mal nichts aus Frauen. Heutzutage zählt Leistung doch nichts mehr. Außerdem muss man einer Randgruppe angehören. In dem Fall hätte ich als Engländer gute Chancen gehabt. Ich bin Ausländer. Frau Sander leistet nicht mehr, als ich es tue. Sie hat den Titel gewonnen. Aber zu Unrecht. Aber sie hat? Ja. Ist das schon offiziell? Das Ergebnis wird morgen bekannt gegeben. Wenn das so ist. Was dann? Ich habe gesagt, dass ich Ihnen helfen könnte. Allerdings, Sie müsste mir ein Stückchen entgegenkommen. Na dann raus mit der Sprache. Ich habe eine interessante Information über Frau Sander. Damit mache ich Sie zur Geschäftsfrau des Jahres. Pasta? Okay, überredet. Wenn was ist, ich bin zum Mittagessen in New Limits, ja? Und
Erzähl, wie ist es mit dem Sponsor gelaufen? Alles unter Dach und Fach. Auch das letzte Millennium Baby hat einen Sponsor. Oh, stark! Ja. Guten Tag. Oh, komme ich ungelegen? Nein, nein, überhaupt nicht. Wir wollten nur gerade zum Essen ins No Limits. Kommen Sie einfach mit. Oder wird das als Bestechungsversuch ausgelegt? Nein. Trotzdem muss ich ablehnen. Oh, schade. Ich bin nur gekommen, um Ihnen etwas mitzuteilen. Es freut mich, Ihnen sagen zu dürfen, dass die Wahl zur Geschäftsfrau des Jahres einstimmig auf Sie gefallen ist. Auf mich? Ihre Idee hat in allen Sparten überzeugt. Oh, hab ich doch gewusst. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Ach, was? Im Ernst, ohne Sie hätte ich es nicht geschafft. Ich liebe dich. Warum hast du mich abtreiben lassen? Das war ganz schön mutig von dir. Es war doch irgendwie mein Kind. Das ist schwer zu erklären. Ich verstehe das schon. Ja. Und deine Familie stand die ganze Zeit hinter dir? Ja, sie haben mich sehr unterstützt. Da hattest du es besser als ich. Deine Eltern wollen dir nicht helfen? Ich habe es ihnen noch gar nicht gesagt. Was? Immer noch nicht? Die würden mich sofort rausschmeißen. Ach komm, vielleicht nehmen sie es gar nicht so tragisch. Ich kenne meine Eltern. Jetzt wart's doch erstmal ab. Das kriegst du schon hin. Wenn mir wenigstens Daniel glauben würde. Hallo, Arno. Spät sind wir. Ich hatte noch etwas zu erledigen. Du kannst doch in deiner Firma tun und lassen, was du willst. Arno, du verstehst das falsch. An unserer Zusammenarbeit ändert sich nichts. Was ist dir erklären? Ja, das wollte Steffi auch schon mir erklären. Dann weißt du, dass ich die Firma auch für dich gekauft habe. Sicher. Und die Papiere werden hübsch verpackt unter dem Weihnachtsbaum liegen. Hörst du lieber, wenn Brandenbau noch Clarisse gehören würde? Ach, weißt du, wer mir letztlich reinreden will, das ist mir egal. Ich dachte, ich tue dir einen Gefallen. Wenn du mir einen Gefallen tun willst, gib mir unbefristeten Urlaub. Ich habe eine viel bessere Idee. Mach's kurz, ich muss raus hier. Arno, du weißt, wie sehr ich dich schätze. Als Geschäftsführer, als Mensch und als Teilhaber vom Brandenbau. Was soll das? Ich möchte, dass die Firma uns beiden gehört. Kein Wunder, dass die Agentur keine Gewinne abwirft. Wann ich Pause mache und wie lange, bestimme immer noch ich. Wenn ich Sie bitten dürfte. Und? Wie kann ich Ihnen helfen? Sie mir. Ich kann Ihnen helfen. Kommen Sie bitte zur Sache. Ich habe zu tun. Treffen Sie schon Vorbereitungen für Ihre Siegesfeier? Geschäftsfrau des Jahres. Netter Titel. Sie wissen es also. Treten Sie vom Wettbewerb zurück. Warum sollte ich das tun? Verlassene Geschäftsfrau des Jahres. Klingt weniger nett. Wovon bitte reden Sie? Was würde Ihre kleine Freundin wohl sagen, wenn sie erfahren würde, dass Sie mit Arno im Bett waren?